Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Polyworks Video. Ich bin Daniel Hettke von der DUWE 3D AG und ich zeige Ihnen heute, wie Sie Polyworks als universelle Plattform für verschiedene Messgeräte einsetzen können. Vielleicht haben auch Sie in Ihrem Unternehmen mehrere Koordinaten-Messgeräte verschiedener Bauart und Funktionsweise, darunter CNC-gesteuerte Geräte, handgeführte Geräte, portable Geräte oder stationäre Geräte, Geräte mit optischen und taktilen Sensoren. Das ist auch gut so, denn die Kombination verschiedener Messgeräte macht Sie im Arbeiten flexibel. Aber das birgt auch Nachteile, denn Sie benötigen für jedes Messgerät eine geräteeigene Analysesoftware. Und das bedeutet zunächst einmal Lizenzkosten. Außerdem müssen Ihre Messtechniker auf verschiedenen Software geschult werden, was wiederum Schulungskosten bedeutet. Und zuletzt können auch Projekte zwischen einzelnen Geräten nur schwer ausgetauscht werden. Die Lösung für all diese Probleme ist Polyworks. Denn mit Polyworks benötige ich nur noch eine Softwarelizenz und ein Projekt für alle Geräte. Und das zeige ich Ihnen im Folgenden. Hier neben mir sehen Sie ein 3D-Koordinaten-Messgerät der Firma Wenzel. Diese CNC-Maschine besitzt einen Messkopf von Renishaw, über den ein Taster in verschiedene Winkelstellungen ausgelenkt werden kann. Zusätzlich habe ich in Polyworks Inspector bereits ein Auswerteprojekt vorbereitet, das alle zu messenden Objekte beinhaltet und die Vorlage eines Messberichtes. Außerdem beinhaltet das Projekt einen Messablauf und der ist besonders wichtig, weil er die Auswertereihenfolge sowie die CNC-Fahrwege vorgibt. Ich starte nun den Messablauf über die Schaltfläche Inspektion durchführen und muss zunächst eine manuelle Vorausrichtung über einen gemessenen Punkt machen. Danach wechselt Polyworks automatisch in den CNC-Modus und es erfolgt eine Referenzpunktausrichtung über die Hauptfläche und die zwei Bohrungen der Hauptfläche. Danach wird der Beschnitt des Bauteils geprüft sowie die seitlichen Bohrungen. Und gerade für die seitlichen Bohrungen benötige ich eine andere Sensorsystemorientierung. Und all diese Auswerteschritte sind im Messablauf mit enthalten. Der CNC-Messablauf ist nun fertig. Und Sie sehen, in Polyworks wurden alle Objekte gemessen und der Report wurde automatisch mit Werten befüllt. Soweit so gut, aber was ist, wenn dieses Messgerät einmal nicht verfügbar ist? In Polyworks ist es kein Problem, dieses Projekt und diese Polyworks-Lizenz auch für ein anderes Gerät zu verwenden. In Polyworks sind in einer Polyworks-Lizenz immer alle Geräteschnittstellen mit enthalten. Und dadurch konnte ich jetzt diese Messmaschine einfach an meinen Auswerterechner und an mein Projekt anschließen. Dabei handelt es sich um eine CNC-Messmaschine der Firma Zeiss. Und neben der Firma unterscheidet sich diese Maschine auch durch den Messbereich und das Sensorsystem von der Wenzel-Maschine. Denn hier haben wir einen starren Messkopf mit zwei feststehenden Taststellungen. Nachdem ich eine physikalische Verbindung zum Messgerät hergestellt habe, muss ich nun auch in Polyworks die Verbindung zum Gerät herstellen. Dazu verwende ich diesmal die Schnittstelle i++, weil bei Zeiss im Hintergrund ein i++-Server arbeitet. Sie sehen nun, dass im Messablauf in Polyworks einige Fehler angezeigt werden. Dies liegt vor allem daran, dass das vorher verwendete Sensorsystem jetzt nicht mehr verfügbar ist und damit auch dessen Orientierung nicht mehr. Ich kann über eine automatische Funktion in Polyworks die meisten Fehler beheben. Dadurch werden zuvor verwendete Sensorsystemorientierung durch jetzt vorhandene Taster ersetzt. An ein oder zwei Stellen muss ich im Messablauf noch manuelle Anpassungen vornehmen und diese Ersetzung von Hand vornehmen. Nachdem ich die Anpassungen vorgenommen habe, sehen Sie, dass alle Fehler nun behoben sind und ich kann den Messablauf wieder mit einem neuen Teil ausführen. Auch hier wird zunächst mal ein manuell getasteter Punkt in der Bohrung benötigt, bevor die CNC-Messung erfolgt. Die CNC-Messung ist nun durchgelaufen und Sie sehen, auch hier wurden wieder alle Objekte in Polyworks gemessen und der Messbericht wurde auch hier wieder automatisch ausgefüllt. Dadurch, dass ich vorhin ein neues Teil erzeugt habe, ist meine vorherige Messung und mein vorheriger Report auch noch vorhanden.
Sie sehen, wie einfach es war, ein Polyworx-Projekt zwischen einzelnen CNC-Messgeräten auszutauschen. Zusätzlich zeige ich Ihnen auch noch, wie die Anpassung des Messablaufes für ein manuelles Gerät funktioniert. Dazu habe ich einen Messarm vorbereitet, der diesmal handgeführt ist. Und diesen Messarm habe ich hier hinten aufgebaut. Ich nehme nun mein Bauteil und spanne es wieder vor dem Messarm auf. Anschließend nehme ich meinen Auswerterechner mit Polyworx und schließe den Messarm hier an. Ich habe den Hexagon-Messarm jetzt verbunden und stelle auch in Polyworx eine Verbindung zum Gerät her. Der Messablauf kann auch diesmal wieder auf das aktuelle Gerät angepasst werden und ein manuelles Ersetzen von Einzelschritten entfällt komplett. Der Messablauf startet direkt mit der Referenzpunktausrichtung. Und obwohl ich diesmal nicht CNC gesteuert bin, werde ich trotzdem durch Polyworx beim Tasten geführt. Sie haben gesehen, wie einfach es ist, verschiedenste Messgeräte an Polyworx anzubinden und wie schnell und unkompliziert Projekte auf andere Geräte angepasst werden können. Und die Vorteile davon liegen auf der Hand. Sie benötigen nur noch eine Polyworx-Lizenz für all Ihre Geräte, dadurch entfallen Lizenzkosten. Sie sparen Schulungskosten, denn Ihre Messtechniker und Sie müssen nur noch eine Software beherrschen, nämlich Polyworx. Das macht Sie auch im Nu zum Spezialisten für alle Geräte. Projekte können schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. Und auch Ihre Kunden profitieren von einem universellen Projekt, denn der Bericht ist immer gleich aufgebaut. Und übrigens unterstützt Polyworx auch CNC-Scanner auf Messmaschinen, aber dazu mehr in einem anderen Video. Damit bis zum nächsten Mal.